Von Frankfurt aus startet unser Flug in die kanadische Provinz Manitoba. Nach einem Zwischenstopp in Winnipeg geht es mit einer zweimotorigen Maschine weiter zum Lake Molson. Kaum gelandet, geht es auch schon vom Flugzeug ins Boot. Wir haben es auf Namaikusch abgesehen. Der Lake Molson gilt als absolutes Spitzengewässer für diese begehrte Fischart. Sowohl was die zu erwartenden Größen als auch die Stückzahlen betrifft. Unsere indianischen Guides präparieren das Schleppgeschirr. Mit Hilfe von Downriggern werden die Köder auf Tiefe gebracht. Als beste Verführer gelten Löffelblinker. Die Rute wird beim Schleppen nicht in Haltern abgelegt, sondern einfach in die Hand genommen. Schon nach kurzer Zeit spürt Thomas den ersten Kontakt. Mit Gefühl pumpt er den Fisch an die Wasseroberfläche. Wie er hofft, ist es ein Namaikusch, der kurz darauf im Kescher landet. Dann ist auch Henning an der Reihe. Wieder ein Namaikusch. Den schmeiß ich wieder rein, ne? Da ist ja, er okay. Der nächste ist gerade eingestiegen, ja. Scheint aber auch ein kleinerer zu sein, weil der nicht ausgelöst hat. Obwohl, der hat ausgelöst, wenn ich das jetzt richtig sehe. Der hat ausgelöst, ja. Ja, der zweite Fisch, ungefähr die gleiche Größenklasse wie der erste, so 60, 65 cm wird er haben, werden wir nachher nochmal genau messen. Ja, im Moment geht das hier Schlag auf Schlag. Die Blinker werden also gar nicht weit vom Boot, vielleicht 4-5 Meter im Boot geschleppt und das hat mir jetzt 70 Fuß Tiefe, glaube ich, ungefähr, ne? Jetzt folgt Biss auf Biss. Da kommt die Mittagspause gerade recht. Ja, unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Bei unserem Boot hatten wir ungefähr 8 Fische, glaube ich, in 1,5 Stunden. Und ihr hattet, glaube ich, sogar noch mehr. Wir hatten 17 in gut 2 Stunden, ja. Ja, da freut sich der Schweizer. Unsere Guides haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Den frisch gefangenen Fisch mitten in der Wildnis zu frittieren. Gewusst wie, lautet hier das Motto. Da dürfen natürlich auch die delikaten Beilagen nicht fehlen. Gut gestärkt geht es am Nachmittag wieder ins Boot. Diesmal allerdings zum Hechtfischen in den vielen malerischen Buchten. Lange braucht man auch hier nicht auf Bisse zu warten. Wir lassen die Kamera einmal durchlaufen, um zu zeigen, wie schnell die Attacken kommen. Eigentlich hat es Henning mit seinem Gummifisch auf Hecht abgesehen. Doch dann gibt es eine große Überraschung. Ja, Fisch. Oh, here, it's another one. It's a white fish.
Marine. Auf dem Attraktor, auf dem Gummifisch. Voll genommen, du. Du machst richtig Alarm, du. Auch mal ein Überraschungsfang. Hier geht Hecht auf Hecht und zwischendurch steigt dann mal sogar eine Marine ein. Und die hat den Gummifisch voll genommen. Hochzufrieden legen wir abends wieder am Steg der Molson Lake Lodge an. Eine rustikale, urgemütliche Unterkunft, absolut zweckmäßig für Angler ausgestattet. Am nächsten Morgen geht es wieder raus aufs Wasser zum Spinnfischen auf Hecht. Henning probiert es mit einem Aruko Rasselwobbler. Mit Erfolg, ein Hecht ist eingestiegen. Good fighter. Wenn es auch keine Riesen sind, die Kampfkraft der Northern Pike ist äußerst beeindruckend. Mehr als einmal katapultieren sie sich im Drill aus dem Wasser. Den hast du mit der Rasselkugel zum Wahnsinn getrieben. Ich glaube, das macht ihn jetzt noch verrückt, dass das vorne bei ihm immer rasselt am Maul. Ja, wieder mal ein Hecht. Also die kommen in dieser Größe wirklich massenhaft vor. Das ist jetzt früher Morgen, sie sind noch nicht ganz so beißwillig, aber jetzt, wo die Sonne rauskommt, wird das langsam wieder besser. Und sehr gute Kämpfer, wie man gesehen hat. Die Northern Pike sind wirklich so stark, wie die als besonders kampfkräftig bekannten irischen Hechte. Als Guide Gurdy das Boot in eine andere Bucht verlegt hat, bekommt Henning erneut einen Biss. Dieses Mal auf Bleikopfspinner. Aber es ist kein Hecht, sondern ein Namaikusch, der sich im glasklaren Wasser an der Oberfläche blicken lässt. Hi, fein. Ja, funktioniert nicht nur beim Schleppen, also der ist jetzt hier auf den Bleikopfspinner beim Wurfangeln gekommen. Schöner Namaikusch.